Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So, wir haben hier neue Freunde bekommen. Rom macht sich hier in Nordafrika, oder also, ja, ist das hier schon Westafrika? Eigentlich nicht, ne? Also Nordafrika ist ja rein theoretisch das Ganze, würde ich jetzt mal sagen. Rom ist hier unterwegs. Wir machen diese Folge Karthago platt, also Rom in Takago. Hartago. Hier oben ist alles befriedet. Kann ich mal so zeigen. Hier alles schon weggefuchst. Armenien. Ja, da ist jetzt meine Armee. Die können da nichts mehr machen. Und hier ist jetzt auch alles mehr oder weniger schon befriedet. So, ich schau mal kurz. Wir haben nur zwei Belagerungstürme. Ich warte doch noch eine Runde. Dann haben wir insgesamt vier. Und das ist besser. Dann können wir die vier und die vier gleich zu Anfang machen. Also auf einen Schlag. Ich glaube, das ist auch wichtiger, weil er hat nämlich eine große Garnison und eine Armee drin. Und dann nächste Runde können wir auch die hier mit dazu nehmen. Das ist, glaube ich, alles ganz toll. Ich glaube, an sich bin ich mit allen schon gelaufen. Was macht denn der hier oben? Mal schauen. Okay. Du könntest jetzt eigentlich hierhin marschieren. Und dann, ja, die Rebellen. Ja, naja, nee. Oh, Entschuldigung. Die Eravisca. Mögen die mich? Nee, die mögen mich gar nicht. Seid ihr mutig oder töricht? Nicht Angriffspakt? Okay, nicht Angriffspakt wollen die nicht. Das heißt, ich bleib mal hier. Sicher ist sicher. So, die holen sich jetzt noch eine Einheit. Die räumen dann hier auf und ja, okay. Da machen wir mal schnell nächste Runde, damit wir Karthago noch wirklich in dieser Folge machen können. Weil sonst habe ich was versprochen, was ich nicht halte. Und das will ich nicht. Aminum. So. Jetzt hat Rom auf jeden Fall mehr Probleme, weil ich hier nicht mehr so viele Feinde habe, ne? Also wie davor. So. Entschuldigung. Hui. Verschluckibus. Soeben. Die sind ja immer noch da, ne? Haben auf jeden Fall eine 10er Handelsabkommen. Lasst uns handeln. Lasst uns handeln, sehr gerne. Sehr gerne. Ich glaube, der will jetzt Richtung Sinope gehen, also Armenien. Bin ich mal sehr gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt. Also Armenien wird auf jeden Fall. Diese Abtrünnigen, ne? Die sind schon sehr, sehr ärgerlich. Er holt sich jetzt da. Also, Markomades wird er sich jetzt auch holen, aber meine fette Armee ist ja immer noch da in der Nähe, also. Ja. Automatisch. Dankeschön. Lieb von dir.
sage, gescheitertes Bestechungsversuch unternehmen. Sehr gut. Bedürfnis nach Kavallerie. Mache ich die Ausbildung. Militärsabotage. Nach da oben, das ist egal. Erholt. Fehlgeschlagen, Schutz verfällt. Ja, wunderbar. Alles sehr schön. So. Weißt du was? Da gehe ich jetzt mal in Gewaltmarsch hier rein. Dann hast du hier kein nichts zu melden hier. Zwar ist Gewaltmarsch relativ schlecht für die Moral. Oder sieht man hier minus 25% Moral. Aber ich habe immer noch mehr als genug. So, dann werde ich mal hier ein bisschen Fehlleiten machen. Die Hauptsache ist, dass meine Agenten Erfahrung bekommen. So, und du kannst jetzt Attentat machen. Yeah! Vorsicht! Hier kommen die Attentäter. So, und hier kann ich jetzt nämlich die da noch dazu holen. Na? So. Und dann spielen wir das Gefecht. Also es ist jetzt sehr eindeutig. Hä? Der hat... Warte mal. Der hatte doch hier 2000, also sau viele. Ist er jetzt schon wieder geflohen oder was? Der hatte doch sau viel. Oh Mann. Ja, okay, dann mache ich es automatisch. Mann, da war doch gerade noch eine fette Armee drin. Ja, dann mache ich es wirklich automatisch. Weil, ja, das ist kein Kampf. Also, das ist halt wirklich, ja, sehr lau. Oh Mann, ist ja jetzt blöd. Tja. Hier können wir wirklich das machen. Ach, schade. Ich dachte, da kommt jetzt eine voll fette Schlacht auf uns zu. Aber, naja, es wäre eigentlich nur durch unsere fette Armee fett geworden. Die anderen hatten ja nichts. Ach, schade. Naja. Vielleicht kommen wir. Ja. Trotzdem irgendwann bald zu einer fetten Schlacht. Vielleicht sogar hier. Nee, der hat da auch nichts drin. Hier ist auch nichts. 80. Warte mal, ich will mal schauen. Nachtangriff. 80, 81, 78. Ach, ja, genau dasselbe, okay. Ja, da warte ich noch mal eine Runde und dann kann man das auch machen. Militärverwaltung, sehr gerne. Du bist jetzt auch wieder fertig. Dann machen wir dasselbe. Das können wir aber dann spielen. Das werden wir auf jeden Fall dann spielen. So. Gut. Dann kannst du ja die da. Du kommst doch hier hin. Sorry. Hier ist besetzt. So, ja, jetzt schaue ich mal mit Saba.
Ah, defensiver Verbündeter von Parthien und Nabatea. Nabatea ist unser Klientelkönigtum. Das wird interessant. Also das heißt, wenn wir mit Parthien jetzt anfangen, Krieg zu führen, dann wird Saba und Nabatea sehr, sehr, sehr sicher mit in den Krieg gehen. Und dann brauchen wir da an der Front schon ziemlich viele Armeen, glaube ich. Also hier haben wir 1, 2, 3. Die drei können wir dann auf jeden Fall Richtung Nabatea schon mal schicken. Und dann die zwei Armeen hier werden dann hier runter mit aufräumen. Und die Flotte hier wird dann Ebessus einnehmen. Die Armee wird hier oben bleiben und die mal schauen, wird auch oben bleiben. Weil falls hier nochmal irgendwas passiert. Weil vier Armeen hier werden genug sein. Also zwei Armeen gehen dann hier runter, zwei Armeen gehen Richtung Osten, Persien und so weiter und die gehen zum, ja, Arabia Flexis runter. Ja, cool. Ja, sehr schön. So. Wer bist du eigentlich? Ach du, dich wollte ich ja. Die haben beide schon. Ach, ne, wahrscheinlich bist du gerade wieder hochgeploppt. Dann komm mal hier runter und militärverwalte mal den da. Letzte Mauer. Ah, ne. Ja, genau, die. Ist die Armee we da weggegangen? Also es sieht gerade nicht so danach aus. Als ob die weggegangen wäre. Leute. Pikeniere haben. Hat der gar keine. Ja, okay. Der braucht nichts. Okay. Gut, dann Moment. Die Schattenkrieger, ah, die haben was bekommen, das ist gut. Überlegene Frau, Ehefrau. Korruption, Steuersatz. Ja, da mache ich endlich mal noch. Das ist ganz gut hier. Gut, weiter. Ah, Entschuldigung, ich habe mich voll vergessen. Oh, es tut mir leid. Ach, dich habe ich ja auch vergessen. Oh, tut mir leid. So, was macht Rom? Ich muss auch schauen. Ich muss auch schauen, was. Also, ob meine Generäle jetzt auch ersetzbar sind. Also, dass ich Ersatz für die habe, ist nämlich sehr wichtig. Weil die Armeen will ich natürlich behalten, weil die sind super. Aber die Generäle sind halt von einer anderen Familie. Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet, seine Schätze. Nö. Armenien ist sowieso jetzt schon weg. Ja, was. Ernsthaft? Die machen so eine Guerilla-Taktik jetzt, was sehr interessant ist. So. Okay, kämpfen wir. Weil das heißt, er kommt aus der Stadt raus. Das ist sehr gut. Also natürlich wäre für mich der Berg sehr viel cooler gewesen. Aber also an sich könnte ich mich auch hier verstecken.
Oder ich verstecke mich hier. Also ist ja nicht verstecken, ne? Aber er kommt ja zu mir. Das ist super. Das ist ja wirklich sehr super, dass er zu mir kommt. So, ist das gut? Ich glaube, es ist gut. Warte. Ja, Kommandant. Spartaner! Ich erwarte eure Befehle. Speere bereit. So. Sparta! Eure Befehle? Verstanden, Kommandant. Zu Befehl. Hat es hier auch perfekt. Ja, versuch mal hier durchzukommen. Ja. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Sehr gut. Also, wie soll. Also, was macht er. Also, was könnte er versuchen, hier zu machen? Also, warte, ich schau mal kurz. Der hat die Veteranenschildkrieger. Und die balearischen Steinschleuderer. Also natürlich muss er versuchen, mit der Steinschleuder so viel Penetration zu machen wie möglich. Also er müsste versuchen, hier die einzelnen Einheiten wirklich anzugreifen, beziehungsweise eine Lücke zu schlagen. Und dann könnte er versuchen, hier rumzugehen. Oder gleichzeitig auf jeden Fall versuchen, die Seiten also anzugreifen. Weil von vorne, wenn er frontal angreift, ist es nicht ganz so gut. Vor allem auch, weil ich dadurch, dass ich auf dem Hügel stehe, ist erstens, ich spring mal vor, Entschuldigung, ist erstens die Reichweite von meinen Steinschleuderern besser. Also ich glaube, er muss sich hier hinstellen, um die anzugreifen. Oder ja, bin mal gespannt, wie weit er vor muss, um die anzugreifen. Ja, und sonst wirklich versuche von der Seite anzugreifen. Ja. Frontal wäre es natürlich nicht ganz so klug von ihm. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ab wann die jetzt angreifen können. Da habe ich leider nur eine Plänklerin. Ja, doch, Plänklerin. Also Steinschleuderin eigentlich, aber. So, jetzt bin ich mal gespannt. Weil an sich. Okay, so viel größer ist meine. So viel größer ist meine Reichweite dann doch nicht. Wie weit muss ich vor? Ja, zu weit. Müsste zu weit vor. Und viel Schaden. Ja, sehr viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Okay, das geht gerade ziemlich gut. Weil er wirklich die Pikiniere angreift. Ich motiviere mal den. Ah, gut. Jetzt kommt er nämlich näher. Ich will das mal.
Boah. Das ist schon krass. Unser General wird angegriffen. Ach, der jetzt. Also jetzt kann ich mit meiner meiner Kavallerie noch nicht raus. Weil hier kommt schon die nächste Armee. Also würde ich das jetzt nicht machen. Der feindliche General ist tot. Hier, also hier unten sieht man schon, also die beiden in der Mitte verlieren halt am meisten. Aber das war's. Also, ja, okay, jetzt fängt schon an, problematischer zu werden, sage ich mal. Deswegen mache ich, hier mal die Zange zu. Warte, aber nicht ganz. So. Die Kavallerie kommt jetzt hier vorbei. Der pusht mal nochmal die. So, die Pferde. Ah, da sind immer noch Schwertkämpfer drin. Okay, ja, das macht bei den Spartanern nicht sehr viel aus, also dass sie jetzt in die Seite angegriffen werden. So. Wobei, hier könnte ich so machen und hier so. Bitte alle volle Kanne auf den General. So, bitte zurück. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, dass da Unterstützung kommt. Uiuiui. Da habe ich jetzt auch wieder nicht aufgepasst. Sorry. Weil nämlich hier kommt jetzt. Hier gehen die nämlich fast zugrunde hier. Das wollen wir ja nicht. Und jetzt muss ich schauen, wohin ich gehe. Weil der passt hier schon ganz gut auf. Aber nicht gut genug. Der feindliche General ist tot. Wir erwarten eure Befehle. Schneidet sie in Stücke. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Die wieder weg. Die helfen hier mal aus. Die helfen hier auch. So. Die haben ziemlich
was einstecken müssen. Männer wanken. Ach komm. Okay. Also der gegnerische genauer als jetzt ja eh tot. Gut, die beiden. Richtig krass. Aber die haben auch. Also an sich hätten die nicht sehr viel verloren. Also nicht mehr als er. Wenn die beiden nicht mit Fernkampf fokussiert worden wären. Aber das ist eigentlich immer so. So. Da bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, wie der Spartaner dann noch, also der die Abtrünnigen, was die dann noch machen. So, Elendsviertel, da habe ich was vergessen. Noch eins. Bestechungsversuch entkommend und so weiter. So. Ja, das ist ja jetzt natürlich nervig, dass der das bekommen hat. Ja, okay. So, dann, ja. Wenn ich das automatisch mache, sterben die ganzen Leute. Und wenn ich es, das nicht automatisch mache, dann ist es total langweilig. Okay, noch eine Runde. So. Oh, die Erfahrung. So. Dann gehe ich mal hier hin. Und du gehst dahin. Würde ich mal versuchen, den hier einzunehmen. Also einzunehmen. Attentat. Hatte wie viel? 29%. Und auf den? 28. Bye bye. Ja. Sehr gut. Okay, der ist jetzt zurückgegangen. Hi. Nächstes Mal. Hier das. Und wir sind schon wieder. Oh, 28 Minuten. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Die können hier eh nichts an ausrichten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Da die sagen. Gut. Ja. Nächstes Mal, was machen wir nächstes Mal? Weiter hier pushen. Also hier muss ich halt schauen. Warte mal. Hier muss ich halt schauen. Ja, an sich reichen die aus, um das einzunehmen. Ja. Gut, das mache ich dann nächstes Mal. Danke fürs... habe ich schon gesagt. Entschuldigung, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.